Das Innenhaus hat wieder geöffnet und somit herzlich willkommen hier auf dem ehrlichsten Kanal von YouTube. Und das mit Trump habt ihr alle schon gesehen, aber das ist nicht das Einzige. Diese ganze Politik, diese Menschen, die uns weismachen wollen, dass sie die Guten sind, sie sind es gar nicht. Bevor ich zu den wichtigsten Themen komme, erstmal hier, was so in Deutschland passiert. Ich habe den Bescheid nur den falschen und das wusste ich nicht. Ja. Ich habe den richtigen Gleichungsbescheid. Guck, er gibt gerade selber zu. So, das sind ein paar Jungs, das sind anscheinend Kontrolleure. Den hätte ich das auch null abgekauft, dass die Kontrolleure sind. Hören wir weiter rein. Aber ihr könnt gerne schon mal in was Kommentare reinschreiben. Meint ihr, dass das richtige Kontrolleure sind oder haben die sich einfach nur in welche Karten gedruckt? Um Leute abzuziehen. Wir bitten euch, holt die, wir bitten euch, du hast gerade selber gesagt, die Polizei. Ich hab den falschen. Holt die Polizei. Aber da steht, dass das der richtige ist. Ja, nee, er hat gerade selber gesagt, dass der falsche ist. Du machst dich strafbar damit. Das mache ich gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bitte nochmal darum, dass ihr die Polizei holt, um den Sachverhalt zu klären. Ihr weigert euch. So, nein, ihr sollt die Polizei holen. Jetzt reicht doch mal. Alles ja, gut. Jetzt alles reicht gut. Doch mal. Runter damit. Alles runter gut. Damit, habe ich gesagt. Alles gut, schau mal, wie aggressiv gut. Der Kollege hier wird. Nee, ja, runter das damit. Das ist ein Mitarbeiter der BVG. Ich glaube das nicht. Glaubt ihr, das ist real? Das kann doch nur fake sein, oder was? Ja. Und wir möchten einfach nur die Polizei holen. Ja, oder die BVG-Mitarbeiter verweigern sich. Und der Mitarbeiter rückt das Ticket auch nicht mehr raus. Weil ihr keinen Ausweis rausrückt. Ja, wir haben das Recht auf einen Ausweis. Ja, wir wollen die Polizei. Wir wollen die Polizei hier haben. Nein, ihr ruft die Polizei, nicht wir. Warum hast du Angst, an Polizei zu rufen? Nee, wir haben keine Polizei. Dann mach doch. Ich habe kein Problem. Ich möchte das Ticket wieder haben. Sodass dann mach doch. Ruf Polizei, Mann. Du bist Polizei. Das ist doch freie Nummer. Weil wenn ihr die anruft, kommen die viel schneller. Das ist die Sache. Wenn mir die anruft, dauert es eine Stunde. Wenn ihr das anruft, ist es schneller. Weißt du was? Ja, okay. Geht mal weg. Das waren die qualifizierten Mitarbeiter von der BVG aus Berlin? Weiß ich nicht. Also, sehr unseriös, die drei Männer da. Naja. Wir leben ja am besten in Deutschland aller Zeiten. Aber hier, bleiben wir in Berlin. In der schönsten Hauptstadt der Welt. Das gefällt ihr anscheinend. Und das gefällt ihr anscheinend. Sie weiß das nicht nur, das gefällt ihr. Das Grenzen alleine sagt das schon. Das Grenzen alleine sagt das schon, dass dir das gefällt. Das ist Verherrlichung, was du machst, meine Liebe. Das ist Verherrlichung. Geh kämpfen für dein Land. Das ist Verherrlichung für die Morde, die da passieren, meine Liebe. Deswegen stellst du dich neben die rassistische Fahne. Das ist eine rassistische Fahne. Okay, alles klar. Rassismus. Ihr habt die Welt kolonialisiert, besetzt und finanziert, damit unsere Familien getötet werden. Was er gleich sagt, das sollte jeden da draußen, der ein bisschen Ehre hat für Deutschland oder auch für sein eigenes Vaterland, wenn so ein Typ da in deinem Land lebt, wo du groß geworden bist, wo deine Eltern herkommen, wo dein Großeltern herkommt, wo ihr seit Generationen lebt und der sagt solche Sachen, dann weiß man, es ist einiges schiefgegangen in dem Land, wo man lebt. Und du willst, dass wir hier die Schnauze halten? Wir f***en dieses Land, Mann. Wir f***en Deutschland. Wir werden Deutschlands Ende sein. Die Palästinenser sind die Befreiung für alle Menschen dieser Welt. Scheiß auf Deutschland, Mann. F*** das Volk, Alter. F*** das Volk, auf das du stehst. Interessanterweise finde ich das für mich, also ganz ehrlich, das ist Meinungsfreiheit. Und gleich sagt er noch etwas anderes. Fick das Volk, auf das du stehst. Es gibt kein Volk. Du hast den Krieg verloren. Du hast den Krieg verloren. Du hast den Krieg verloren. Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Fascho. Oh, jetzt wieder Pussy neben dir. Lass die Frau nehmen. Ne? Er sagt jetzt aber, beleidige nicht Palästina. Aber er darf Deutschland beleidigen? Ja, komm. Hat er nicht ausgelacht, ihn. Ach. Gott, warum muss er denn in Deutschland protestieren? Er ist doch ein freier Mensch. Er kann doch mit seinen Brüdern und Schwestern da. Kann er doch vorgehen.
gegen das feindliche Land. Kann er doch machen. Da muss er doch nicht demonstrieren. Das wollen die doch so. Da bist du, Schwasso. Ja, armes Deutschland. Aber der Öffentlich-Rechtliche, nicht nur, dass da irgend so ein Kasper das für gut geheißen hat, was da mit Trump passiert ist. Nein, jetzt hat die nächste Tratschtante vom Öffentlich-Rechtlichen, wofür ihr Zwangsabgaben bezahlen müsst, eine Meinung dazu. Ja, jetzt ist wirklich das Unfassbare passiert. Genau in dieser Phase des Wahlkampfes schießt jemand auf Donald Trump. Und es geht um Zentimeter, dass er nicht schlimmer verletzt wurde. Es bleiben jetzt auch die Bilder, die ab heute um die Welt gehen. Trump, der blutend seinen Fans zuruft, fight, kämpft. Was das jetzt für das Land bedeutet, darüber habe ich mit der US-Journalistin Jiffer Bourguignon gesprochen. Sie ist auch Host des NDR-Podcasts Amerika, wir müssen reden, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni. Bei Twitter nennt man Trump gerade einen Helden, einen Märtyrer. Und das Schlagwort Bürgerkrieg ritt rum, an dem man gerade mal so vorbeigeschrammt sei. Und die Fake News machen die Runde. Die Gewaltbereitschaft im Land konnte man ja auch schon beim Sturm auf das Kapitol sehen. Also, wie gefährlich ist die... Ja, ist genau wie der Sturm auf den Reichstag in Deutschland. Ey, das war doch kein Sturm gewesen von irgendwas. Tut mir leid. Die Lage. Worüber macht sich Jiffer Bourguignon Sorgen? Ja, also leider sind Amerikaner nicht, es ist nicht irgendwas fremd. Waffen, Gewalt, Shootings sind in der letzten Zeit ziemlich regelmäßig in den Schlagzeilen in den USA. Und ja, wir müssen warten und sehen. Hoffentlich viele Politiker würden auf Twitter, auf ihre Plattformen sagen, dass alle sollen ausruhen, dass Gewalt ist nie der Antwort. Und das ist so, dass niemand will sowas sehen, also Gewalt gegen einen Politiker und der Temperatur runterbringen. Also, weil wie gesagt, wenn Trump steht da mit seinen Faust in die Luft und Blut auf sein Gesicht und sagt, fight, manche seiner Anhänger, seine Unterstützer nehmen das dann zum Herz, wie wir gesehen haben am 6. Januar. Er hat gesagt, komm nach Washington, es wird wild, wir laufen zum Kapitol. Und die sind dann, die haben das, manche haben gesagt, als Marching Orders, die haben das ernst genommen. Busvolle Leute sind nach Washington gekommen und sind dann zum Kapitol marschiert. Wie die Unterstützer von Trump verstehen, Kampf oder Fight, wissen wir noch nicht. Aber hoffentlich wird das erstmal ruhig bleiben. Wenn man nun mal Veränderungen haben will, und ich fand, das war noch eine gute Pose, also wenn das mein Kandidat machen würde bei so einem Vorfall, ja, dann wüsste ich ganz genau, alles klar, der kämpft weiter. Das ist so wie Michael Stürzenberger, der auch weitermachen will, obwohl er so angegriffen wurde. Und ich ganz ehrlich, das ist auch gut so. Ja? Nicht dieses Mi-Mi-Mi-Bi, was man so aus unserer Politik kennt, aber dieses ganze Land ist sowas von links gesteuert. Das ganz Deutschland, wirklich. Hier, hört euch den Hofreiter mal an. Republikaner und insbesondere Trump, auch wenn er das Opfer jetzt dieses Attentats war, einer der Hauptverursacher für diese extreme Polarisierung. Also wenn man sich irgendwas wünschen könnte aus diesem Schrecklichen, dass die Republikaner und Trump und insgesamt die Gesellschaft in den USA erkennt, dass sie mit dieser Polarisierung so nicht weitermachen kann, weil es am Ende zu immer mehr Gewalt führt. Klasse, Herr Hofreiter. Schreibt euch das mal auf die eigene Nase. Ich weiß noch, wenn immer irgendwas, ihr Grünen, ihr eckt ja auch ständig an, ja, und es macht ihr auch ganz bewusst. Habe ich letztes Mal im Video auch gezeigt, eure Außenministerin, die sagt, ja, Kurzstreckenflüge sollen gecancelt werden, soll es nicht mehr geben. Selber aber fliegt sie für 180 Kilometer, ne? Hätte auch mit dem Auto fahren können, wäre günstiger gewesen und CO2-neutraler auf jeden Fall. Der andere Vizekanzler, der uns als Versuchskaninchen hinstellt, ja, stimmt. Ihr heizt das gar nicht hoch in Deutschland, hab ich vergessen. Fällt dann ja auch gar nicht auf. Aber wenn es wirklich um eure eigenen Sachen geht, dann kann man immer große Reden schwingen. Und das stört mich bei euch Grünen am allermeisten.
nicht normal, dass politische Veranstaltungen abgesagt werden müssen, weil es keine Sicherheit mehr geben kann. Das ist ein Zustand, an den wir uns in einer Demokratie niemals gewöhnen dürfen. Dann solltet ihr auch mal untereinander miteinander reden, weil der Hofreiter sagt ja, der Trump hat selber Schuld. Ne? Ja, ihr Grünen, dann habt ihr auch selber Schuld, was die deutsche Bevölkerung von euch hält und wie sie mit euch umgeht. So, zum Abschluss Dr. Bernd Baumann von der AfD, der parlamentarische Geschäftsführer, hat auch noch mal was dazu zu sagen. Eine linksgrüne Klasse aus Politik und Medien hat in allen westlichen Ländern eine abgründige Verteufelung entfesselt. Eine Diabolisierung jeder politischen Konkurrenz von rechts. Das hatte jetzt furchtbare Konsequenzen. Donald Trump entging nur um Haaresbreite den Todesschüssen. Auch hier in Deutschland sehen wir ja jeden Tag das Aufheizen gegen uns, gegen die AfD. Die Lügenkampagnen und Hasskampagnen gegen die AfD. Etwa vom Format der angeblichen Wannsee-Konferenz 2.0 und angeblichen Nazi-Deportationsplänen, wo viele Öffentlich-Rechtliche vorne dran mit dabei waren. Er hat so recht. Seitdem ich diesen YouTube-Kanal hier mache und seitdem ich über Politik berichte oder es zeige mit meiner Meinung, habe ich so oft schon gezeigt, was für eine Stimmung gemacht wird und die Leute beharren zum Beispiel auf dem Wort Deportation, was nie stattgefunden hat, aber es wird weiter gesagt, ne? Dass man einfach noch wirklich die kleinen dummen Schafe einfach kann. Komm, ja, feini, ja, 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 genau, weil wir im Fernsehen sind oder hier im Internet, wir haben recht, ja. Oder man denke an die öffentlichen Aufrufe der Antifa, AfDler, töten. Ja. Denn die zuerst öffentlich und medial zu Nazis, also Völkermördern, entmenschlichten, die darf man dann ja auch gleich umlegen, mag so mancher denken. Und auch jetzt wieder zeigt sich das ganze Ausmaß dieser wirklich schmutzigen Abgründe, mit denen eine linksgrüne Klasse, große Teile aus Politik und Medien, gerade auch in Deutschland, ihre Vorherrschaft verteidigt. Ich möchte auch nochmal sagen, es ist mir völlig egal, was du für eine Meinung da draußen hast. Es ist mir völlig Hupe, ja? Und wenn du eine andere Meinung hast und wenn du meinst, du willst eine prima Ballerina sein, dann ey, okay. Aber erkläre mir nicht, deine Welt ist die richtige Welt. Wenn ich seit Jahrzehnten schon lebe und ich das ganz anderes in Erinnerung habe, glaube ich dir einfach nicht, dass du mir auf einmal weismachen möchtest, dass Leute, die nationalstolz sind, mit der Fahne schwenken zu einer EM, dass das auf einmal den Faschismus fördert, nur weil die Leute Patrioten sind und stolz auf Deutschland? Nein. Die Veränderung, die stattfindet, die macht eine Angst. Und dass irgendwelche komischen Leute mit Hundeschnauzen umherlaufen können und sagen, das ist normal. Nein, ist es nicht. Dem linksgrünen Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz fällt auf NTV als erstes ein, der jetzige Mordanschlag sei ein politisches Geschenk an Donald Trump. Und er spricht von einer Inszenierung von Donald Trump, muss man sich mal vorstellen. Und ein Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Zuarbeiter von Jan Böhmermann postet bereits zu dem knapp misslungenen Mord, leider knapp verpasst. Und ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Unglaublich. So wird es wohl weitergehen, gerade auch in unserem Land. Und darin zeigt sich das ganze historische Ausmaß unserer Mission. Wir müssen standhaft bleiben, die gigantische linksgrüne Macht in diesem Land überwinden. Das gibt unserem Leben Sinn, egal welche Gefahren noch kommen. Wir dürfen keine Angst zeigen. Wir müssen der Gefahr offenen Auges trotzen. Für Deutschland, für die gesamte westliche Zivilisation. Und für die Zukunft von euren Kindern und Enkelkindern. Für wieder eine Normalität in Deutschland, für mehr Sicherheit. Ihr habt ja gerade die Typen gesehen, die sich in Deutschland aufspielen, als wenn das ihr Land ist. Nein, ihr seid willkommen. Solange ihr was für uns macht, habt ihr was gegen uns, gegen unser Land, dann seid ihr nicht willkommen. Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, einige haben noch nicht abonniert. Lasst gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und was mich noch mehr freuen würde, wäre, wenn ihr was für den kleinen Stefan übrig habt, dann dürft ihr es gerne tun bei PayPal oder auch unten in der Beschreibung steht drin mein Konto. Mit einem Link drauf, kannst du raufklicken, steht mein Name, Stefan Sachs, sagst du hier, Stefan kriegt einen Euro, zack, wird überwiesen. Herzlichen Dank. Leute, ich bin raus, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ciao.